Das kommt doch hier bei mir. Du weißt, den ML haben wir vor einem Jahr lackiert. Ja, hier, guck mal. Ja, das ist leider so, weil von den Kanten und so weiter. Zion. Hofgarantie. Ich muss die Gasanlage noch vernünftig machen, Lenkgetriebe und so weiter. So Kleinigkeiten, was ich machen muss. Kabelbaum, Wasserverlust. Scheinwerfer. So Reklamation, ne? Ja. Oh, ich hab noch mal rausgefunden, Abel. Bei Kfz tut sich schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um den ML55 AMG, den wir für 1900 Euro damals gekauft haben. Es ist nicht mehr meiner, der ist verkauft. Das Auto muss natürlich fertig gemacht werden. Der hat keinen TÜV mehr. Läuft ja schon seit Monaten nicht mehr. Was heißt seit Monaten? Seit einem Jahr nicht mehr. Die Abdeckung habe ich, das untere funktioniert nicht. Scheinwerfer habe ich da. Die Gasanlage werden wir noch einmal komplett revidieren, weil dieser Kabelbaum geht ja auch nicht. Wasser verliert der. Servobehälter. Müssen wir noch machen. Bevor wir mit dem Video weitermachen, habe ich eine traurige Nachricht. Es geht um den Opa Benz. Ich musste immer das Getriebe raus, rein, immer zur Seite. Gucken, passt das nicht. Dann haben wir den immer auf dem Getriebehalter gehabt hier. Und was ist passiert? Getriebe ist runtergefallen und ist kaputt gegangen. Hier ist was abgebrochen. Ich habe mein Auto hier zerstört. Das ist abgebrochen. Und ja, das Getriebe ist ciao. Ihr seht, hier ist abgebrochen. Drüben haben wir ein kleines Loch. Es ist traurig, klar. Keine Ahnung. Irgendwie mag der Opa Benz mich nicht. Er wollte nicht, dass ich den auf V8 umbaue. Was willst du machen? Schwamm drüber. Der Opa Benz kommt erstmal zur Seite. Ich wollte mir eh einen Schalter irgendwann einbauen. Das heißt, irgendwie passt das schon. Kommen wir wieder zurück zum ML. Hier die Innenausstattung müssen wir noch hier machen. Zusammenbauen. Ich werde euch nur zeigen, wo er Wasser verliert. Also ist hier keine Kopfdichtung oder so. Der verliert Wasser da. Ist auch nicht viel, aber nach der Zeit summiert sich das Ganze natürlich. Wir haben ein bisschen Probleme mit der Servolenkung. Wir haben diesen ML55 AMG, kein Fake AMG, ist ein richtiger AMG. Haben den ein bisschen auf Vordermann gebracht, haben das Ganze lackiert. Das war ungefähr vor einem Jahr. Und das Problem ist, wir haben Roststellen. Und jetzt fahre ich einmal zum Lackierer, der das gemacht hat. Das ist mein Bruder natürlich. Was er mir da empfiehlt, was wir da machen können. Naja, das Auto ist verkauft. Ich möchte den Wagen natürlich nicht so abgeben. Und das kommt doch hier bei mir. Stellt euch mal vor, Benzin für 85 Cent. 20 Euro getankt, das Ding zeigt jetzt halb voll. Wir haben ja den damals gemessen gehabt. Wir hatten, glaube ich, 363 PS auf LPG. Und auf Benzin hatten wir irgendwas mit 387 PS. Und das ist schon was Feines, muss man sagen. Allein der M113 5,5 Liter, bei dem Sound, das kriegt man nur ein Grinsen. Ihr kennt das. Wir fahren nach Bochum. Ich werde das Ganze jetzt einmal genießen. Bisschen Autobahn, bisschen Gas hier. Wartet mal, bisschen Gas. Oh, ganz wenig. Das ist geil. Okay, wir sehen uns gleich im Buch. Wie geht's dir, Ahmed Abel? Du weißt, den ML haben wir vor einem Jahr lackiert. Ja. Komplett. Wir haben ein Problem. Wie lange hat man... Garantie. Ja, Garantie, Reklamation. Hofgarantie. Wie lange? Sobald du auf dem Hof weg bist. Nein, ich bin ja noch, ich bin noch auf deinem Hof. Guck mal, wir haben ein Problem. Guck mal hier. Der rostet wieder. Ja. Ne, hier alles in Ordnung. Aber Jesus, was willst du da machen? Der Rost kommt von innen, da kannst du eigentlich nicht viel machen. Ja, das hast du mir auch vor einem Jahr gesagt. Was wir da machen können, Türpappen auf, innen reinigen, mit Hohlraumversiegelung dick rein. Ja. Und nochmal nacharbeiten. Ja, hier, guck mal. Ja, das ist leider so, weil von den Kanten und so weiter. Kann man noch Hohlraumversiegelung, Lichtmasse. Ja, ich weiß, dass du mir vor einem Jahr gesagt hast, lass uns da neue Türen holen. Aber das Problem wird, die Farbe wieder zu treffen, ne? Kann man da nicht beilackieren bei der Farbe? Schwer, aber kann man auch. Lackieren? Ja. Etwas Unterschied sein, aber merkt man nicht. So, ich muss ja meinen Bruder im Schutz nehmen.
Er hat damals gesagt, hol dir neue Türen, hat er gesagt. So, aber ich muss ja meinen Bruder ein bisschen einschleimen hier. Ich bin jetzt bei Bosch und ich will jetzt die Marke nicht zeigen, aber es gibt einen Diagnosetester, den ich nicht brauche. Und den kriegt mein Bruder natürlich, ne? 1000 Euro Rechner hier. Ja, das ist ne? 1000 Euro lang. Sonst haben wir eigentlich nichts, sonst alles gut. Noch eine Frage, wenn wir das lackieren, können wir das hier versuchen runterzudrücken ein bisschen? Klar, können wir machen. Ja. Versuchen. Ja, aber die Bestechung reicht aber, ne? Ja, ja. Ich muss die Gasanlage noch vernünftig machen, Lenkgetriebe und so weiter. So Kleinigkeiten, was ich machen muss, Kabelbaum, Wasserverlust. Scheinwerfer. Scheinwerfer habe ich ja da. Der baue ich auch noch ein, das mache ich aber selber. Das Ding ist ja nur geklebt, das muss ich wieder rausholen. Kriegen wir ihn, ja? Ja, das kriegt er hin auf jeden Fall. Ne? Okay, also Reklamation, ne? Ja. Oh, ich hab nochmal rausgefunden, Abel. Ah, doch nicht. Noch nicht. Okay, machen wir. Okay, danke dir, Abel. Trinken wir einen Kaffee. Ja, wir trinken jetzt einen Kaffee. Ich muss auch sehr viele Sachen machen. Federn. Lenkgetriebe, Autodoc gibt es gerade eine Aktion. Es ist Black Friday bald. Jede Menge Sachen sparen plus 2% mit Kfz-Fuzis. App runterladen und sparen mit Autodoc. Ärgerlich mit Opa-Bands, ärgerlich mit dem hier, aber ist kein Problem. Der Kunde, der freut sich schon und er meinte auch, Jonas, lass dir Zeit. Ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen, aber jetzt ist es soweit. Bis wir den Kompressorumbau machen, werde ich ganz schnell das Auto hier fertig machen, dass wir den TÜV fertig haben, dass wir da runterfahren und euch einmal den Kunden zeigen, was er damit vorhat. Ich werde den vermissen. Echt ein sehr, sehr schönes Auto. Unglaublich, wie er auf LPG läuft. Ja, wie die es eingebaut haben, ist ein bisschen fragwürdig. Aber ich sage euch von der Einstellung, einfach nur geil. Der Kunde kann sich auf jeden Fall freuen. Es ist ein sehr, sehr schönes Auto, ne, mit sehr viel Platz. Also ist unglaublich. Ihr müsst euch die Videoreihe echt mal geben. Bestechung ist die halbe Miete. Die Besprechung ist die halbe Miete. Nein, natürlich Spaß. Bevor ich das Video hier beende, muss ich nochmal Udo Wittig einfach mal hier Dankeschön sagen. Der hat dieses Auto einmal als Modell gebaut. Respekt, was du da drauf hast. Also es ist genau der gleiche Modell. Dankeschön, mein Lieber. Wie gesagt, erste Videobeschreibung unten. Udo Wittig. Durch den Mann. Lass mal ein Abo da. Lass mal ein bisschen Liebe da. Er wird sich auf jeden Fall freuen. Und Udo, Dankeschön nochmal. Ne? Wenn das da ist, werde ich das natürlich zeigen. Ich freue mich selber drauf. Und wenn ihr sehen wollt, wer das Auto bekommt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kfz-Fuzzi. Bis dann. Haut rein. Ciao.